Einen wundervollen guten Morgen, Freunde der Sonne, oder guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann du das Video guckst. Heute gibt es wieder mal einen Schminktalk. Silent Talk hatte ich es genannt. Dieses Format ist im Jahr 2021 unwahrscheinlich gut gelaufen. Ich wäre blöd, wenn ich das Ganze nicht mehr machen würde. Und somit willkommen im ersten Style & Talk für dieses Jahr. Und es gibt wieder so ein bisschen was zu bequatschen. Für Leute, die gerne auch so Vlogs oder sowas in der Richtung angucken möchten, um das Thema so Gesundheit und Veganismus, Ernährung, das ist alles auf meinem Zweitkanal. Falls du da Bock hast, bist du herzlich eingeladen. Und es wäre super, wenn du hier auf diesem Video einfach mal ja einen Daumen nach oben gibst oder einen Kommentar hinterlässt, denn sowas YouTube. Dieses Video ist wichtig und der Algorithmus, ich habe den Algorithmus jetzt die letzten Wochen über ganz gut kennengelernt. Ich habe mir einen Fernseher gekauft und war tatsächlich mal als Zuschauer unterwegs. Das war gar nicht so blöd. Wieso mache ich das jetzt zuerst? Das ist natürlich doof. Wir ignorieren das jetzt. Ich bin in das ein oder andere Rabbit Hole gefallen, jetzt so Ende Dezember, Januar kann man sagen. Und war auch mal ganz wichtig, YouTube an sich von außen anzugucken. Auch wie jetzt andere Kanäle so beispielsweise ihre Zuschauer aufrufen, dass sie halt eben interagieren sollten. Die Grow With Joe macht es zum Beispiel so, dass sie, die ist ja relativ groß schon, dass sie ein Ziel setzt, ein Like-Ziel beispielsweise von 10.000. Das schafft die ohne weiteres. Und das ist natürlich immer eine Aktion, die ganz gut ankommt. Was ich am YouTube-Gucken auf dem Fernseher ganz blöd finde, ist zum einen, dass du keinen Zugriff auf die Kommentare hast. Und dass es auch erschwert ist, wie du likest. Das finde ich ein bisschen doof, muss ich wirklich sagen. Ja, also, ich habe zwar nicht so viele Leute, die mich über den Fernseher angucken, aber es sind halt doch ein paar. Und für die wird es natürlich total erschwert, was echt blöd ist. Was richtig blöd ist. Aber es war mal gut, das kennenzulernen. Ich hatte jetzt all die Jahre ja keinen Fernseher. Und das auch zu verstehen, also die Seite des Zuschauers zu verstehen, war mal ganz wichtig. Also du kannst mich immer unterstützen mit einem Daumen nach oben. Und wenn du richtig Bock hast, packst du noch einen Kommentar unten rein. Und wir können uns auch ein bisschen über Discord unterhalten. Also falls du Discord kennst, gibt es unten in der Infobox einen Link. Schluss mit Werbung etc. Ich habe jetzt 5 Kilo abgenommen. Ich habe schon Stimmen gehört, frei nach dem Motto, ja, das geht ja bei der unwahrscheinlich langsam, nimmt sie überhaupt ab oder was ist da los? Dazu wird es ein gesondertes Video auf meinem Zweikanal geben. Fakt ist halt, dass ich hormonell gesehen einfach schlecht aufgestellt bin. Also ich habe jetzt mal einen Hashimoto, kriegst du nie los. Ich habe eine zerstörte Schilddrüse, auf der einen Seite habe ich einen riesen Knoten drin. So eine Schilddrüse ist ja so groß wie ein Nuss. Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn man das auf dem Ultraschall sieht. Und auf der anderen Seite habe ich halt einen riesen Knoten drin, der fast die ganze Seite ausfüllt. Und auf der anderen Seite habe ich eine wütende Entzündung. Und es ist natürlich eine Kombination, das wird von Ärzten als schwierig angesehen, das zu behandeln, weil Jod sollst du nicht wegen der Entzündung beigeben, habe ich aber jahrelang bekommen.
Dann Jod weglassen ist aber auch blöd. Ne? Damals war ich beim Experte, der hat dann sehr schnell herausgefunden, dass meine Schilddrüse gar kein Jod mehr verarbeiten kann. Was natürlich für den nächsten Atomunfall, hoffentlich passiert da keiner, blöd ist, weil wenn man mir da Jod gibt zum Schutz, kann meine Schilddrüse das nicht mehr verarbeiten. Aber so viel dazu. Wird schon nichts mehr passieren. Trotzdem, also wenn man sich das so vorstellt, ist es trotzdem irgendwie merkwürdig. Ne? Also ich bin ja noch in einem Alter. Bei mir geht man auch so ein bisschen davon aus, dass die Tschernobyl-Sache da auch mit reingespielt hat. Ich wohne ja in Süddeutschland und so in meiner Altersgruppe haben recht viele Schilddrüsenprobleme. Ja, wir waren halt früher viel draußen und ich war halt da noch in einem Alter, wo man im Sand gespielt hat. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich da schnell reingeholt worden bin. Also man geht da schon ein bisschen davon aus. Also wenn man da die dementsprechenden Spezialisten fragt, fragen sie immer zuerst so, ihr Alter, okay, also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dies, das und jenes. Das ist nichts Schlimmes, ne? Also es ist, wie es ist. Aber ich habe halt, wie schon erwähnt, eine kaputte Schilddrüse. Und die macht mir natürlich die Abnahme echt schwer. Also es geht schon. Wie man sieht, ich habe ja 4, 5 Kilo abgenommen. Aber es geht halt langsam. Und genau über die Thematik werde ich nochmal in einem extra Video sprechen. Denn es ist ganz normal, dass es langsam geht, weil du hast dein Leben lang einen schlechteren Stoffwechsel als jemand anders. Man vergisst das ganz schnell, weil wenn du eingestellt bist von den Medikamenten her und du eigentlich nichts spürst, gehst du schon so ein bisschen davon aus, das ist weg. Das ist nicht weg. Weil ich ja auch, also ich habe es jetzt dieses Mal nicht gemacht. Ich lasse alle 3 Monate lasse ich meine Blutwerte abchecken. Funktioniert für mich am allerbesten. Dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich zu faul. Hat mir nur Medikamente verschreiben lassen. Aber beim nächsten Mal muss ich halt dringend wieder Blut abnehmen lassen. Und ich lasse normalerweise alle 3 Monate machen, um es halt einfach im Auge zu behalten. Die letzten Male hatte ich gar keine Probleme. Aber ich weiß jetzt halt auch inzwischen, dass Östrogene das auch noch befeuern können. Und ich ja seit grob meinem 14. Lebensjahr einen Östrogenüberschuss habe. Und der so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich diese Hashimoto-Geschichte gekriegt habe. Hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Über die Thematik, also sprich über mein, also ich habe so eine Art Progesteron-Tagebuch. Ich habe hier mal angefangen, Pille-Absetz-Tagebuch zu machen. Aber da ist das sehr schnell dann der Progesteronmangel sichtbar geworden. Der war vorher schon da, ganz klar. Aber durch das Pille-Absetzen ist es dann ganz, ganz schlimm geworden. Ich war, konnte ich mich wegschmeißen. Zumal ich dann irgendwann mal 14 Tage meine Tage hatte, das ja auch, das geht halt gar nicht. Und da gibt es Videos zum Thema, gibt es da auf meinem Zweitkanal, falls du das noch nicht kennst. Und da beschäftige ich mich so ein bisschen mit der Thematik. Ich würde jetzt auch anfangen mit so einem Nahrungsergänzungsmittel, Ashwagandha nennt sich das. Und das kann die Schilddrüse positiv beeinflussen, aber auch den Hormonhaushalt. Solche Sachen haben bei mir dato nicht funktioniert. Also Mönchspfeffer und Co. Ich habe da echt viel ausprobiert. Ich habe mich zwar besser gefühlt, das Problem war aber durch das, dass ich diese 14 Tage meine Tage hatte. Und jede Frau weiß, dass es einfach erstens Lebensqualität nimmt und zweitens, du bist halt total schwach, wenn du so lange blutest. Und
das hat halt gar nicht angeschlagen. Das hat halt nicht ausgereicht. Und ich probiere das jetzt halt zusätzlich, um zu gucken, wie sich das alles so verträgt. Und dann werden wir mal schauen. Also behaltet da auf jeden Fall für mehr Informationen diesbezüglich meinen Zweitkanal im Auge. Da werde ich auf jeden Fall drüber berichten. Du findest den Link zum Zweitkanal auf jeden Fall in der Endcard dieses Videos, aber auch in der Infobox. Und da bin ich schon mega gespannt, ob Ashwagandha das richten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, einerseits ist es schon schade, dass ich so spät erst mit so einer Progesteronbehandlung angefangen habe. Ich glaube, ich hätte mir gesundheitlich einen großen Gefallen getan. Bin jetzt aber auch am Überlegen, ob ich meinen Glutenkonsum reduzieren soll, also richtig reduzieren soll. Ich habe da natürlich so meinen Respekt davor, muss ich sagen, weil wenn du anfängst, Gluten zu minimieren, ist es natürlich so, dass du das dann, du verträgst es hinterher nicht mehr. Ich habe mal über ein Jahr kein Gluten mehr gegessen. Und da war das dann schon auch so, dass danach mein Körper mit Herpes sogar reagiert hat, als ich Gluten gegessen habe. Ja, ja, da habe ich viel selbst gekocht. Gebacken, viel selbst gebacken. Und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, Backen ist nicht mein Hobby. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich habe gar nicht meine Sachen gezeigt, die ich jetzt verwendet habe. Kommt gleich. Einen Augenblick. Es ist nichts Neues für die alten Zuschauer dazugekommen. So. Die letzte Sache, die ich gerade verwendet habe, ist ein Mineral-Make-up von Lili Lolo. Würde ich mir so in der Form auch holen, weil es gar nicht schlecht ist. Mein Make-up, mit dem komme ich ein bisschen besser zurecht inzwischen. Tatsächlich, wenn die Unterlage stimmt, dann passt das auch. Das habe ich ganz normal meine Visan Sonnencreme drunter. Ich komme damit inzwischen tatsächlich ein bisschen besser zurecht. Was gar nicht so übel ist. Dann habe ich als Lidschattenbase die von Altera. Mag ich auch recht gerne. Und dann hatte ich noch, ich habe wirklich gar nichts gezeigt, ne? Für meine Augenbrauen, das Augenbrauengel in Blond. Dann hatte ich noch, ich habe echt gar nichts gezeigt. Dann hatte ich noch den Highlighter hier. Von La Vera. Meinen Puder von Alvea. Der, ich denke, den werde ich auch aufbrauchen. Da bin ich schon ganz gut dabei. Sieht gut aus. Dann Bronzer von Altera. Der ist nicht ganz ideal, also für mich wäre was Gräuliches besser. Wer da was Veganes, Tierversuchsfreies weiß, gerne mal unten in die Kommentare. Dann haben wir hier meinen Corrector von Benecos. Den werde ich mir nochmal nachholen, den werde ich offiziell nicht leer kriegen. Aber er riecht noch nicht komisch. Also sowas habe ich dann echt immer im Auge, gerade bei so Cremeprodukten. Da wird das halt dann nachgekauft, ne? Und das war's erstmal. Das war's erstmal, genau. Achso, ich habe den Blush vergessen. Von Elf. Ich glaube, Elf gibt es hier gar nicht mehr zu kaufen. Ne? Das ist sowas. Auch schon super, super alt. Und was ich halt regelmäßig hernehme, ist mein super, super altes Alverde Quad. Das ist auch schon richtig abgenudelt. So.
bisschen blöd, was ich gemacht habe. Einen etwas dunkleren Ton direkt aufs Auge. Ja, und ich habe jetzt lange Zeit so diese Schilddrüsengeschichte außer Acht gelassen, weil du kommst so in so eine Routine rein, ne? Du nimmst jeden Morgen deine Tabletten und bist gut eingestellt. Du hast eigentlich im Endeffekt wenig Probleme. Ich fühle mich gerade im Moment sehr schlapp, was auch mit dem Progesteronmangel einfach zusammenhängt. Und du vergisst halt ganz schnell, dass da was ist. Ne? Und das habe ich halt einfach komplett außer Acht gelassen. Was halt in so einer Situation wirklich wichtig ist, dass du dich von den Kalorien nicht zu sehr einschränkst. Das ist nicht gut. Und ich versuche es halt auch richtig zu machen. Was dazu führt, dass es halt immens langsam geht. Aber wenigstens nachhaltig. Also eine Abnahme funktioniert. Ich muss halt wirklich viel Sport machen. Das geht gar nicht anders. Es funktioniert auf jeden Fall. Mit Sport ist alles drin. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel Sport jemals treiben werde. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber inzwischen gehe ich fast jeden Tag. Na? Und du kannst irre viel mit so Workouts machen, die es auf YouTube gibt. Ich hatte ja mal ursprünglich geplant, ins Fitnessstudio zu gehen, aber nachdem die Zahlen immer schlechter geworden sind, ich bin ja eine Zeit lang wieder im Fitnessstudio gewesen, aber dann hatten wir die letzte Welle, nicht in der, wo wir jetzt drin sind, sondern die letzte, und da gingen die Zahlen so hoch. Es wäre eh nicht weitergegangen. Ich hatte noch 2 Kurse oder so. Und das habe ich dann gelassen. Geht halt manchmal echt nicht anders. Und ich hatte mir eigentlich gesagt, so unter 150 gehe ich wieder. Jetzt sind wir heute bei 1000, über 1300. Scheiß Omikron, ohne Witz. Ohne Witz. Bei mir sind jetzt auch so Besprechungen über das Internet halt an der Tagesordnung, was die Sache ganz cool macht. Ich habe jetzt von heute aus gesehen morgen auch ein Vorstellungsgespräch über das Internet. Ich versuche halt wirklich, wenn es möglich ist, Begegnungen echt zu vermeiden, zumal ich ja keinen Geboosterten-Status mehr habe. Ich bin ja mit Johnson geimpft worden. Ich hätte das nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, was für ein Drama das im Nachhinein ist, sozusagen. Vor einem Monat habe ich dann sehr schnell mitgekriegt, die zweite Impfung bei der Johnson-Impfung reicht nicht aus. Ich brauche jetzt eine dritte und habe meinen geboosterten Status verloren. Was halt einfach sehr, sehr viele Durchbrüche gibt. Okay, alles kein Ding. So, ne? Akzeptiert man halt alles. Und bis ich jetzt geimpft bin, also voll geimpft bin, versuche ich halt so vorsichtig, wie es nur geht, zu agieren. In manchen Sachen musst du vor Ort sein, das geht nicht anders. Aber durch das, dass ich halt, wie gesagt, nicht als geboostert zähle, bis ich meine dritte Spritze im Arm habe, passe ich halt jetzt wirklich auf. Wo ist mein Kajal? Ich werde auch noch ein Video über Stress auf meinem Zweitkanal machen. Das ist halt auch was ich wirklich reduzieren muss. Hm.
Das sind halt ganz einfache Verhaltensweisen, die du selber halt einfach verändern musst. Das geht halt nicht anders. Ich versuche mich in dem Bereich halt gerade so ein bisschen zu belesen. Und ja. Da ich immer schlechter sehe, wird es immer krimineller, mich ordentlich zu schminken. Irgendwann bricht die Zeit an, wo ich halt echt Kontaktlinsen brauche. Da komme ich halt echt nicht drum rum. So. Ich habe ja schon gesagt, ich verstehe auch jetzt ein bisschen, warum meine Zuschauer dieses Format echt gerne mögen. Man kann es so schön nebenher laufen lassen, sich so ein bisschen bedudeln lassen, sich vielleicht selber gerade fertig machen. Und schon habe ich mich versaut. Oh, ist noch weggegangen. So. Jetzt haben wir hier noch. Ich suche übrigens immer noch Wimperntuschen, die was taugen, aber ohne Mikroplastik. Nicht nur Mikroplastik, allgemein kein Kunststoff enthalten sind, weil Catrice hat die Schlaumeier haben diese Reihe rausgebracht ohne Mikroplastik, ist aber Kunststoff dran. Also arbeiten sie natürlich schon so ein bisschen per Definition, was ich schade finde, dass sie jetzt als Endverbraucher auch noch auf die Definition achten muss. Und das macht die ganze Sache ein bisschen schade, weil es hängt alles mit der Definition Mikroplastik davon ab, wie groß das Teilchen ist, das im Wasser entsteht. Ne, also, und wenn das Teilchen nicht so und so groß ist, dann ist kein Mikroplastik mehr. Aber Kunststoff bleibt halt Kunststoff, auch wenn er sich im Wasser auflöst. Ne? Das ist halt wirklich, 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 wirklich schade. So. Ich war halt übrigens beim Friseur und habe mal ein bisschen Ordnung bei mir auf den Kopf reingebracht. Weil ich jetzt lieber wieder die Haare gerade trage. Da habe ich es jetzt auch länger gelassen, weil so lassen sich die Haare auch sehr einfach zusammenbinden. Ich melde dich ab, sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gell, du warst? Gib der Sache einen Daumen nach oben. Und falls du Bock hast, sehen wir uns in den Kommentaren wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!